Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy 9. Wir stehen jetzt hier vor Quinas Morast. Ich habe ein bisschen gelevelt. Und unser nächstes Ziel ist eigentlich Gisa Malunkes Grotte, aber ich habe noch was anderes vor. Und zwar wollen wir ganz schnell, ich habe den Turbo an, wollen wir eigentlich schnell in Richtung Chocobo-Wald und unseren ersten Chocobo holen. Quina ist die Besonderheit, dass sie mit ihm fressen können. Das heißt, wir müssen die gegnerischen Hitpoints auf 25% runterhauen. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese zu fressen. Trance hat er kochen. Ich glaube, da können wir bei der Hälfte der gegnerischen HP kann dann gegessen werden. Die möchte ich mir immer ganz gerne schnell entledigen, weil die uns beklauen und das ist nicht so wunderschön. So, und da sind wir auch schon angekommen. Ich werde trotzdem fix einmal speichern. Hallo, speichern bitte einmal. Dankeschön. Frage ist immer, wo möchte ich gerne speichern? Ich speichere mal lieber einmal auf dem freien Slot. Ist mir immer ein bisschen lieber. So, nichts bitte. Dankeschön. Und dann werden wir mal reingehen. Chocobos Wald. Mal gucken, was es da so, was da so ist. Ich bin der Herrscher dieses Waldes, Mene. Und das ist mein Partner, Choco, der Chocobo. Das werde ich jetzt noch einmal machen. Und dies ist Chocobos Wald. Ist ja vielleicht ein hübsches Mädchen mit langen Haaren vorbeigekommen? Also ein hässliches habe ich gesehen. Dann ist sie also nicht hier vorbeigekommen. Ihr Ziel scheint doch Bomeka zu sein. Wir sollten hier nicht unnötig unsere Zeit vertrödeln. Ihr seid in Eile? Das sind wir. Dann nehmt doch Choco. Boah. Auf ihm seid ihr sicher vor Monstern. Choco? Komm her, Kupo. Er will wohl nicht. Doch, Kupo. Bei Menschen, die er nicht mag, ist der Schwuppdiwupp verschwunden. Kupo. Choco, komm hierher, Kupo. Es ist so ähnlich wie meine Katzen. Da muss es eben auch ohne Probe über die Bühne gehen. Hier, Gieserkraft. Damit könnt ihr außerhalb des Waldes Choco rufen. Boah. Ganz hier in der Nähe findet ihr Chocos Fußabdrücke. Mit dem Gisakraut könnt ihr Choco zu euch rufen. Kupo. Choco scheint euch zu mögen. Kupo. Wenn ihr einen ruft, wird er auf jeden Fall zu euch kommen. Hättet ihr denn Lust auf ein kleines Zubrot, Kupo? Wenn ihr ihn gerufen habt, kommt zurück zu mir und ich erzähle euch mehr davon. Kupo. Ich dachte, wir müssten jetzt noch irgendwie, wir könnten noch ein bisschen mehr kaufen. So. Nein, ich wollte dich nicht. Ja, Entschuldigung. Also wirklich, Item. Das wird wahrscheinlich ganz unten sein. Und da ist nämlich der liebe Choco. Choco, geht es dir gut? Jawohl. So, nun? Was ist es denn für ein Zubrot? Willkommen! Du wirst dich sicherlich gut mit Choco verstehen, Kupo. Hat ein Chocobo mal sein Herrchen gefunden, bleibt er ihm ein Leben lang treu, Kupo. Aber der Choco ist ausgebüxt, als ich sein Herrchen draufsetzen wollte, Kupo. Ich habe ihm bei seiner Flucht geholfen, Kupo. Seitdem verstecken wir uns hier im Wald, Kupo. Und jetzt zum Thema. Choco besitzt die seltene Fähigkeit, vergrabene Schätze zu orten und auszugraben, Kupo. Aber da ich nicht auf Choco steigen kann, brauche ich deine Hilfe. Einmal graben macht 60 Gil. Und alles Gefundene gehört dir. Ja, na gut, komm. Eine weise Entscheidung. Chocos Fähigkeit wird dich pro Minute 60... Was? Na gut. Hä? Okay. Achso! Oh. Sind die nicht immer random dann? Ah.
Kann das nicht hier dann sein? Ach, das muss doch hier sein. Ach, wenn man daher nicht genau steht, ne? Ärgert mich dann immer, wenn ich das so ganz kurz vor Schluss dann finde. Ah! Das ist ja cool. Auf jeden Fall sind das immer hier so Steintafeln, die man so ausgraben kann. Beziehungsweise, was soll denn diese Steintafel mit Abbildung sein? Lass mal sehen. Auf der Tafel ist ein bestimmter Ort gekennzeichnet. Kupo. Hier liegt sicher ein Schatz begraben, keine Zweifel, Kupo. Warum gehst du nicht einfach mit Schoko suchen? Ich nehme dafür auch kein Geld. Außerhalb des Waldes kann mit der Y-Taste die zu suchenden Tafeln gewählt werden. Mit der X-Taste wird gegraben. Mir ist was Tolles eingefallen. Wer nennt diese Tafel ab jetzt Schokokarte? Schokokarte? Wenn ich so zurückdenke, hatte ich schon länger das Gefühl, dass Schoko nach irgendetwas auf der Suche ist. Bestimmt gibt es viele vergrabene Schätze. Kupo. Vielleicht findest du irgendwo Karten. Ein bisschen Freiraum sollte bleiben, damit keine Karte weggeworfen werden müssen. Kupo. Aber wir wollen natürlich erstmal zu... Wir gucken erstmal einmal. Oh, das weiß ich sogar, wo es ist. Das können wir eben holen. Kommst du dann einfach, wenn ich jetzt gehe, tatsächlich? Okay. Ich weiß tatsächlich, also wo das ist. Das müsste ja, wenn wir uns jetzt hier hindrehen. Da ist ja hier die kleine... Oh, das ging ja Fuchs. Zwei Elixiere, Hit Potion, Ether, Gemini-Stiefel, schön. So, das werde ich jetzt aber jetzt nicht erstmal machen. Wir werden uns jetzt natürlich erstmal so ein bisschen der Hauptquest noch weitermachen. Das können wir auch nächstes Mal beim nächsten Part machen, oder? Da können wir nämlich noch weitere Steintafeln jetzt suchen. Dann würde ich das so machen. Jetzt können wir kein ernstes Thema mehr machen irgendwo, ne? Jetzt habe ich mich total verlaufen. Ach nee. Hier ist ja tatsächlich... Wir haben uns tatsächlich verlaufen. Ich muss ja noch da. Ach schön. Ich finde das auch cool, dass irgendwie jedes Final Fantasy so sein eigenes... Schoko-Thema hat. Vielleicht sagst du jetzt auch noch irgendwas. Ich würde gerne... Jawohl. Ja, ich weiß es doch. Haha! Dieser Kraut. Immer am schlimmsten ist es wirklich, wenn man dann so eine dumme, also wenn man so eine Steintafel gefunden hat und keine Sekunden mehr hat. Das ist immer bitter. Ne? Das ist echt bitter dann, wenn man wirklich so ein bisschen, wenn man wirklich gerade dabei ist, irgendwie nur noch einmal drauf drücken muss und dann, tja, dann heißt es, ja, Pech. Das erinnert mich so gerade, ich habe auf dem Tablet jetzt auch gerade so ein kleines Spiel. Das ist auch immer so nervig. Da hat man irgendwie gleich gerade so einen coolen Lauf und dann hat man nicht mehr genug.
Oh, das ist eine neue Steintafel. Und sowas meine ich halt. Und dann hast du sowas? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Steintafeln es tatsächlich gibt. Wir haben auch noch zwei Gaming-Stiefel gefunden, das ist schon mal gut. Müsste ich vielleicht auch gleich mal irgendwann anlegen. Das ist bestimmt bei ihr hier. Tatsächlich. Ah, schade. Aus und vorbei. Yay, eine neue Schokokarte. Will ich einmal ganz kurz noch was anlegen. So, erstmal das nur angelegt aus Spaß. So. Das machen wir nochmal. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. 9 Minuten. Na. Aha. 50. Ich kann immer so bei sowas nicht reden, weil ich mich da super konzentriere. Dann auch. Die ganze Zeit. Was ist denn nun? Ab hier gefundenen Schätzen gibt es einen Zeitbonus. Das schaffe ich immer naja, was soll's. Yay. Und dann können wir gleich mal gucken. Komm mal her. Brava, Choco. Fremdes Land, wo ist das denn? Oh, das ist, guck mal, da ist auch wieder eine... Wird zwar bekannt vor, aber ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir doch mal das hier. Das müsste nämlich... Ist das vielleicht hier irgendwo? Nee. Also da ist auf jeden Fall so ein... Das sieht so rastig aus, oder? Noch sowas aus, oder? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier so ein... Weil hier ist ja eher sowas und ich, Oh, wow. Das sieht auch gar nicht so, Das kann er natürlich auch täuschen. Der noch irgendwo anders? Nee. Hier wird schon ein bisschen zu rötlich. Obwohl, hier geht's wieder. Wieder rötlich. Das glaube ich auch Ende im Gelände. Tatsächlich. Tja, das, wo kann das denn sein? Also ich hätte eigentlich getippt, dass das jetzt irgendwo hier ist.
Aber es scheint nicht so zu sein. Nee. Es ist nicht. Keine Ahnung. Aber wenn, guck mal, wenn man das. Selbst dann wäre es falsch, weil es ist halt viel zu sehr. Das wird jetzt ja wohl nicht nebenan sein, ne? Also es ist definitiv irgendwo ein. Wenn ich so denke, ne? Ich kann manchmal nicht reden. Das fällt mir auch so total in meinem Beruf auf, dass ich da manchmal so, keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen peinlich. Es ist ja sowas Ähnliches wie hier. Aber es ist ja auch noch was auf der anderen Seite. Aber es kann, könnte doch auch sein, dass das hier irgendwo ist. Ja, aber das passt ja auch damit gar nicht zusammen. Keine Ahnung. Nee, ich glaube hier irgendwo, keine Ahnung, ist es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also es muss ja irgendwo sein, wo es hier irgendwo fließt. Ich sehe so ein bisschen Berg. Auf keinen Fall sein, naja. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, ich beende hier den Part, weil wir großartig heute nichts mehr reißen werden. Ich werde so ein bisschen jetzt mal gucken, wo ich Gisa Molunkes Grotte finde. Ich glaube, das müsste hier so sein. Genau, das ist, glaube ich, der Grotteneingang. Genau, ja. Dass wir dann auch hier beim nächsten Mal schön weitermachen können. Ich steige ja immer ab. Hallo? Steig ab. So, und damit Mene nicht meckert, ich glaube, das ist Mogua, ne? Speichere ich natürlich. Ach, ganz brav. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugeschaut hast. Und ja. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.